Am 12. April 1999 kam es zum bislang schwersten Unfall in der Betriebsgeschichte der Schwebebahn. Ursache für die Katastrophe war menschliches Versagen. Bei Wochenendarbeiten am Gerüst wurde ein Montageteil schlicht vergessen. Der erste Zug am Montagmorgen prallte mit voller Geschwindigkeit auf das Hindernis und stürzte in den Fluss. Fünf Menschen verloren ihr Leben, mehrere Dutzend wurden zum Teil schwer verletzt. Die Bürger der Stadt hielten schockiert den Atem an. Und auch die Weltpresse schaute bestürzt ins Tal auf diese unberührbar sicher scheinende Schienenbahn.